Vespa BK50 XL2 heute im Verkauf. Hallo erstmal. Ja, Vespa BK50, Baujahr 1995. Betriebserlaubnis ist vorhanden. Da ist auch ein neuer Auspuff drunter gekommen, ein Sito Sportauspuff. Das schon mal dazu. Das machen wir hier wieder rein. Ja, der Roller ist voll fahrbereit, funktionstüchtig. Fangen wir mal hier an, wenn wir einmal hier aufhaben. Schauen wir mal hier rein. Da ist alles drin. Tank. Mal reinblenden. Auch okay. Sitz. Passt auch. Ja, so präsentiert sie sich in einem vernünftigen Zustand. Hat natürlich ringsrum kleine Gebrauchsspuren. Wird man schon was finden hier und da. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier was sehen. Seitendeckel sind okay. Ist soweit in Ordnung. Hier vorne habe ich was gesehen. Hier oben ist mal nachlackiert worden. Hier gibt es einen Spannungsriss und der Kasten ist ausgetauscht und überlackiert worden. Ebenso hat man hier vorne einen neuen Fender mal drauf gemacht in Chrom. Sonst sieht es ja schon sehr ansprechend noch aus ringsrum. Mit Reserveradhalterung und Reserverad auf der Seite. Das passt auch. Motorseite ist auch okay. Hier fehlt normalerweise, kommt hier noch so eine Schutzmatte drauf, die ist nicht mehr da. Tachostand ist 9745. So, da wollen wir sie mal starten. Sito Sportauspuff, der ist natürlich, klingt natürlich sehr sportlich laut. Schauen wir mal nach der Elektrik. Licht auf Abblendlicht geht. Bremslicht. Rücklicht geht auch. Bremslicht. Blinker auf der Seite. Vorne auch. Tacho-Beleuchtung funktioniert auch. Aufblendlicht, Abblendlicht, Blinker und so weiter. Dann habe ich auch mal die Trittschutzmatten runter gemacht und alles gereinigt. Ist auch super. Das passt. Das Reserverad mal rausgemacht und wieder mit Luft befüllt, auf Null. Da kann man gleich mal hier rein filmen. Ist auch sehr gut erhalten. Schauen wir mal, ja, jetzt sieht man was. Jetzt haben wir mal die Biene auf die Reifen gelegt, damit wir uns das auch mal von unten anschauen können. Das habe ich alles gereinigt, mal abgewaschen, damit man was erkennen kann. Auch sehr schön, Motorabdeckung runter, damit wir auch mal ein bisschen filmen. Passt auch, keine Abschürfung oder so. Freilauf, super. Reifen sind neu. Vorne
Ach, super. Kein Klackern. Radsage auch okay. Ja. Schöne schwarze Vespa. Dann gehen wir hier auch nochmal mit der Kamera rein. Das passt. Ja, und was mein Vorbesitzer, mein Verkäufer mir auch mitgeteilt hat, dass der, also sein Vorbesitzer, den Roller, seines Zeichens zwei Radmechaniker, den Motor mal draußen hatte, vor ein paar Jahren, und hat den komplett revidiert, neue Simmerringe neu abgedichtet. Wie gesagt, laut Informationen von meinem Verkäufer. So, dann fahren wir mal. Läuft super, schaltet alle Gänge sauber, das passt, zieht gut durch. Okay. Ja, abschließend kann man sagen, Vespa BK50XL2, voll fahrbereit, funktionstüchtig. Hier und da war Gebrauchsspuren, Kasten hier vorne, Handschuhfach wurde nachlackiert, diverse kleine Gebrauchsspuren. Und ja, da hänge ich jetzt noch ein paar Videos hinten dran und ich wünsche was. Tschüss.